Und weiter geht's mit den Hydras. Oh, daneben, das gibt's doch nicht. Und meine Energy ist leer, ich kann noch einen Energieschlag machen, ja. Da geht daneben. Super, Belly ist vergiftet, okay. Bitte hol schon mal jemand das Abführmittel. Der Mondstrahl macht jetzt auch nicht so viel Schaden, aber immerhin besser ein bisschen als gar keinen, ne? Ja, meine Energy ist leer, ich kann mich am bestenfalls eigentlich nur verteidigen. Mit so ein paar rheumatischen Moves? Genau, gib ihm solche. Gib ihm Behemoth. Gib ihm Belly. Oh, Yellum kann nochmal. Jetzt müsste aber gleich hinüber sein, der Hydra. Jawohl, Alan Bow fand Handschuhe. Massenverzerrungshandschuhe. Nein, danke. Boah. Und wie war das beim Sheena? Fehlt ja irgendwie die Rüstung. Ich versteh's nicht. Warum hat er keine Rüstung an? Muss ich mich mal irgendwie ganz schön verdrückt haben. Dynamischer Dolch ist ja nix. Damit reinigt man sich dynamisch die Zahnzwischenräume. Ein Platin-Schienenpanzer, das kann er dann wahrscheinlich nicht tragen, der arme Bub. Oh, okay, egal. Hydra besiegt, hochgehen, schlafen, wieder runtergehen. Wie sieht's mit der Nahrung aus? 6 Tage, okay, das reicht noch. Ach, ich hätte vielleicht vorher das Vergiften heilen sollen, aber ja. Die Aufmerksamkeit lässt zu wünschen übrig. Okay, solche ist halt weiterhin nur noch verflucht. Speichern, runtergehen. Tochter heißt Kreis. Bitte einmal wieder Licht an, Herr Seuche. Und dann suchen wir nach dem grünen Verderben, das hier genau noch rumrennt. Wow, wow. Nicht Energieschlag machen, Drachenodem. Das haut wenigstens was raus. Dann wirkt das nicht ganz so, als würden wir nur mit Zahnstochern schmeißen. So. 3 Treffer frei. So. Weißt du was? Ich weiß halt nicht, ob der Sonnenstrahl so viel mächtiger ist wie der Mondstrahl. Zauber mal. Es macht auf jeden Fall mehr Schaden, aber kostet halt auch das Doppelte. Ob sich das halt rechnet, das ist die Frage. Das Internet meint, der macht 130 Schadenspunkte mehr als der Mondstrahl. Mach Behemoth. Versuchen wir es mal so, wir werden es ja sehen, ob es einen Unterschied bringt. So, auf jeden Fall sind beim Seuche jetzt die Mana-Punkte schon leer. Ja, für einen Sonnenstrahl, da reicht es nicht oft, ne? Jetzt ist die Frage, ob die Hydras ein Problem haben mit Energieschaden oder nicht. Und ich glaube, das Viech ist jetzt nicht schneller tot geworden, ne? Obwohl, ja doch, es ist jetzt schon rot. Das klein bisschen schneller geht's. So, dann machen wir diesmal keinen Energieschlag. Reicht es vielleicht noch für... Dann mach Hochspannung. Immerhin hat getroffen. Alan Bow fand noch mehr Handschuhe. Obsidian-Handschuhe? Zufallshandschuhe? Nein. Goldhandschuhe, ja, sind nicht so gut, die können weg. Stahlmachthandschuhe, Bernsteinhandschuhe, ja, komm, Behemoth kriegt neue Handschuhe. Bernstein ist überholt. Und Behemoth, fühlst du dich jetzt besser gerüstet? Ach, Behemoth ist ja wahrscheinlich schon wieder weg, weil er ja Remnant spielt, ne? Mit Pando und Lizzie, soweit ich weiß. So, ja gut, die Mana, die Spruchpunkte sind leer, also... Guck mal, dass du noch das Gift heilst bei Belly. Und für mich reicht's nicht mehr. Moment. Der Behemoth kann doch auch Gift heilen, ne? Ganz schmerzfrei, ohne Aderlass. Gut, und du bist nur verflucht, ne? Also nur verflucht. Was? Minus 15? Eieiei. Wir müssen dringend in den Tempel mit solcher, ne? Aber noch will ich da unten weiter probieren. Ich hab halt noch nicht aufgegeben, ne? So, Licht ist aktiviert. Okay, seine Tochter heißt Kreis. Geboren wurde sie auch in einem Kreissaal. Gut, ist hier noch eine Hydra? Ja, bestimmt. War ja sowas. Ich wollte nicht so angreifen, das machen wir nochmal. Es tut mir leid. Ja, die Leiter war verschwunden. Die Tochter heißt Kreis. So. Und bitte wieder den Drachenodem. Zaubern, Kälte. So, und jetzt wie gehabt. Und wieder den Sonnenstrahl. Kälte. Sonnenstrahl. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Und das ohne Unterlass. Heute bin ich alle Dinge Freund und lebe, was ihr träumt. Ui.
Es ist ja schon fast tot. Es ist fast tot, das Untier. Hauptsache, du hast gut wobbeln, Scheißviech. Desto mehr Kopf, umso mehr Wobbel, oder wie? Ich glaube, das sollte dich so gut austeilen können, ne? Alan Bow fand Großaxt. So ein Hydra verliert immer einen Gegenstand, ha? Göttergroßaxt. Ja, für die ist auch was wert. Und wir hier ein bisschen auf unsere Kosten kommen, ne? Weil da nur mit so einem verbogenen Büchsenöffner rauskommen, ist ja auch nix. Birmot, bitte nochmal Gift heilen, genau. Ich hab's wieder vergessen eben. So, mach bitte nochmal Lichtseuche, danke. Speichern, runtergehen, gucken, ob da das so ein Viech rumrennt. Boah. Ich sag's euch hier, das Let's Play, das wird richtig anstrengend im Moment. So, wir waren bei dem im Nordosten, waren wir schon, falls wir gleich das nächste umdrehen müssen, okay. Die nächste Hydra. Können wir nicht einfach ein bisschen flott durch die Gegend flitzen und dann verknoten sich die Hälse? Das wäre gut. Hallo Jungs und Mädels. Sonnenstrahl, Sonnenstrahl. Den gönne ich dir auch gerne mal. Voller Gewalt hinten rein. Da müsste doch etwas Metall zu finden sein. Das entzündet dann den Hintern, ja. Unsere Reise mit dem Enddarm durch die Lüfte. Du und deine fünf beschissenen Wackelköpfe. Kommst statt der Wackeldackel, kommst du hinten bei der Kutsche dann auf die Hutablage. Wo sehe ich das mal beim Auto hinten, dass man das Hutablage nennt? Oder vielleicht ist das gar nicht der offizielle Begriff und ein Freund hat das nur immer benutzt. Weil ich ein alter Nachmacher bin, habe ich das einfach aufgegriffen. Schienenpanzer. Schienenpanzer. Ich werde dann offscreen auch gucken, dass ich für den Schiener vielleicht halt nochmal eine Rüstung krieg, ne? Wenn wir denn heute mit dem Stream fertig sind. Schnelligkeitsschienenpanzer. Ja, aber die hat ja nur ein Attribut. Das ist ja Gaga. Also bitte Gift heilen. Diesmal dran denken, ne? Und nur die Belly war vergiftet. Tatsächlich. Wenn man jetzt wüsste, ob noch eine Hydra da ist. Es könnte sein, dass das die letzte war. Aber ganz sicher bin ich mir erst, nachdem ich da gerastet habe und nochmal hingegangen bin. So, bitte wieder Licht zaubern. Speichern. Runtergehen. Wie nannte Gräfin seine Tochter? Er nannte sie Kreis, weil er ein Idiot ist. Also mir geht das nicht in den Kopf. Man kann doch seine Tochter nicht Kreis nennen. Oder auch den Sohn würde ich nicht Kreis nennen, ne? Schnittmenge. Ihr kennt ein Kind gleich Schnittmenge nennen und ein Satz ist mit Pythagoras. Ich meine, Pythagoras wird ja noch Sinn machen, dass man sein Kind so nennt, ne? Aber, ne? Adam Riese. Die Hydra kam doch von hier irgendwo. Ja, genau, da ist sie. So. Sternenstaub. Soll ich mal den allermächtigsten Zauber ausprobieren, den wir haben? Ich hoffe, das setzt sich gut zwischen den Schuppen fest. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der so viel mehr gebracht hat. Wir werden es ja merken, ne? Komm, und der solche wieder Sonnenstrahl. Mondstrahl. So, du bleibst beim Drachen, oder? Sonnenstrahl. Also irgendwie glaube ich, der Sternstaub heute ist auch nicht so viel ausgemacht, ne? Wäre ich wohl besser auch beim Drachen-Odem geblieben. Jetzt weiß ich's, ne? Weil meine Mana ist jetzt halt schon leer, ne? Muss die Belly wieder in den Rest deichseln. Hey, man, die Hydra ist schon rot. Ich muss gerade mal gucken, im Chat, entweder stand schon lange nichts mehr drin und er hat sich aufgehängt oder, keine Ahnung. Nicht, dass da irgendwas kaputt ist. Aber immerhin das, was ich geschrieben habe, das erscheint. Weil manchmal ist ja auch einfach ruhig, ne? Ich bin ja heute auch wie so ein Automat, ne? Ich spiele hier einfach durch. Es muss ja jetzt mein tot sein. Komm, gönn ihm noch einen Mondstrahl. Test bestanden. Okay, danke, Smoo. Es kommt davon, wenn ich immer Test schreibe. Plattenpanzer. Sturmplattenpanzer. Jetzt kriegen wir hier voll die magischen Items, ne? Oh, hier war auch ein Feld noch nicht aufgedeckt. So, ich glaube, das war die letzte Hydra hier unten, ne? Mit den restlichen Spruchpunkten bitte mal wieder das Gift heilen. So, schlafen. Dann Licht zaubern, speichern, runtergehen. Und die Tochter heißt Kreis.
Hätte sie nicht kegelförmig sein können? Das ist mir doch irgendwie lustig in der Vorstellung. Ne, die sah dann aus wie so ein Bowling-Pin mit Gesicht oben drauf und ja, rollt dann halt einfach so durch die Räume des Schlosses. Hier ist noch ein freistehender Gong. Hat das was zu bedeuten? Mein gespeichert ist ja, wir können ja mal drauf rumtrommeln. Ach, guck mal. Da unten sind überall die Gläser, aber hier ist ein Stück Wand. Aha. Vielleicht verwandelt sich das ja noch. Also, ich gehe da nur gerade so ein paar Ideen im Kopf durch, ne? So, Glas umgedreht. Dann gehen wir jetzt den nächstbesten Gong läuten. Das ist da. Und dann kommt keine Hydra. Nein? War das falsch? Dann drehen wir das um. Und... Ist da eine Haufen hier neu gespawnt? Lagen da vorher schon zwei nebeneinander? Nicht, dass da jetzt einer gekommen ist, der was bringt, ne? So. Ah, guck mal. Da hat sich noch ein Glas aufgetan. Okay, ich will mal speichern. Da will ich gucken, ob die zwei Haufen, ob die was bringen. Und wenn nicht, dann... Ja, vielleicht ist, haben wir ja jetzt schon die Lösung, ne? Weil jetzt ja das letzte Sandglas, die letzte Sanduhr da ist, ne? Ah, erster Hotfix für Empyrean ist da, sehr gut. Da warten wir noch auf 2, 3 und 4 und dann schalten wir den Server erst wieder richtig ein, ne? Beziehungsweise ich habe den Server noch gar nicht geupdatet. So, wo waren diese zwei Haufen, die direkt nebeneinander waren? Ach du Scheiße, wo kommst du denn jetzt doch her? Ich hatte dich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber wird wohl seine Richtigkeit haben, ne? Ich will nur gucken, wo die beiden Haufen... Hier. All euer Gold ist weg. Guck, der eine ist richtig. Okay, komm, renn weg. Das will ich jetzt nochmal richtig angehen. Und die Hydra möglichst in Entfernung erwischen. Damit ich dann halt mit dem Drachenodem und so weiter draufrotzen kann. Rotz ich so drauf, bis es nur noch eine Pfütze ist. Ich meine, grün ist es ja eh schon eingefärbt. Hydra Rotze Grün heißt die Farbe. So, dann muss ich aber auch den richtigen Haufen erwischen, ne? Naja, egal. Schauen wir mal. So, Sternstaub war ja irgendwie doch nicht so mächtig, ne? Ja, und Drachenodem braucht nur 5 Edelsteine. Sternstaub braucht 20. Ha, ich habe einmal mehr gezaubert, als möglich sein sollte. Weil ich auf die Taste gehämmert habe. Na komm, lassen wir Seuche und Behemoth wieder hier die Sonnenstrahlen machen. Mondstrahl macht eh mehr Sinn, wenn mehrere Leute verletzt sind. So. Brüt. Wappendiebop. Hochspannung. Eine schockierende Erfahrung. So. Ah, ist schon rot, aber ja. Läuft halt auch nicht mehr viel, so mana-technisch. Unsere Magier sind da jetzt wie ein trockener Schwamm. Ah, dann muss er schon fast tot sein. Gib ihm. Okay, einen Mondstrahl hier vom Behemoth. Ich blocke besser. Falls es überhaupt was bringt, ne? Alan Bowfan, schon wieder Handschuhe. Die verlieren ja gern Handschuhe. Eishandschuhe, okay. Oh, nur noch zwei Felder frei. Da müssen wir auch aufpassen. Ich gehe hoch speichern, dann versuche ich den richtigen Haufen zu erwischen und ja. Dann prallen wir oben mit unserer Beute. Und da sollte ich mich mal kurz zurückziehen. Oh, die Stimme versagt, tut mir leid. Erstmal Gift heilen hier. So. Speichern, dann versuche ich den richtigen Haufen zu finden und dann gehe ich vielleicht mal Beute ablegen. Ich kann mir ja ein Signal setzen. Und dann schauen wir hier gleich weiter, weil ich glaube ja, wir sind nicht so weit von der Lösung entfernt, ne? So, ja, welches war jetzt der richtige Haufen, der gespawnt ist? Wahrscheinlich der nach echtem Gold riecht. Haben wir das Talent, können wir wie Dagobert Duck Gold erschnüffeln? Das wäre praktisch. Ich finde den richtigen Haufen nicht. Bin ich denn blöd? Laufe ich in der falschen Richtung rum? Da. Der war, glaube ich, richtig. Jo. Und Phineas ist jetzt voll, hä? Ah, nee, noch nicht. Platinringpanzer, Rubinschild, Goldplattenpanzer, das klingt doch gut. Okay. Also die Portokasse wird danach wieder gefüllt sein.
Ja, gut, gut, gut. Wir gehen hoch. Das war ja jetzt schon mal ein schöner Fortschritt. Den ich unbedingt sichern will. So, dann setze ich dort mal ein Signal. Setzen. So. Und wir haben doch diese Portalbüchse irgendwo. Wer hat die denn? Jemand, hattest du die? Nein? Ah, die Belly hat die. Die muss ich erst anlegen, damit ich sie verwenden kann. Ja, ja. Büchse schütteln geht erst, wenn man sie in der Hand hat. So, dann gehen wir nach Blutgipfel, weil wir da gleich trainieren können, ne? So die Idee. Genau. So. Ich habe eh keine Ahnung, wie weit es geht, bis welche Stufe man erreichen kann. Also es geht über Stufe 50, wie wir gerade sehen. Ist dann bei 60 Schluss oder so? Keine Ahnung. Vielleicht ist dann auch bald unsere Geldbörse zu leer. So, Phineus ist halt erst mal tot. Den belebe ich dann aber auch erst wieder, wenn es weitergeht, ne? Ah, wisst ihr, was ich jetzt aber gerne noch machen würde? So als kleinen Rausschmeißer würde ich ja gerne hier noch ein bisschen in die Arena gehen, weil wir da auch noch Kämpfe vor uns haben. Und dann würde ich euch in die Freiheit entlassen, würde ich den Stream mal beenden. Beziehungsweise halt noch jemand raiden und offscreen würde ich dann als Inventarmanagement machen. Dann können wir das nächste Mal gleich dort weitermachen. In Schloss Cravent, wo der Illusionist mal gewohnt hat. So, nennt euer Ziel Arena. Da gibt's ja keine Items als Belohnung, da sammelt man ja nur EP, ne? Nicht mal Gold. Und trotzdem machen wir jetzt noch ein bisschen Arena. Ja, komm, die Plasmatiker, das ist ja eh nichts mehr, ne? Plasmoino, oh, die Paladine. Wird langsam gefährlicher, hä? Oh, Paladine mit Pfeil und Bogen. Ich meine, okay, solche kann ja auch Pfeil und Bogen verwenden. So ist ja nicht. Gleichberechtigung für Helden und Monster. So, keine Ahnung, das hier wird ein bisschen Bonusmaterial für eine Überlänge-Folge oder so, keine Ahnung. Aus dem Bauch raus, ne? Das sind die besten Entscheidungen, oder wie? Da fühlt man sich immer gut mit. Sind wir schon fertig? Nee, ihr habt doch nicht alle Monster besiegt. Ach, guck mal, ein Troll. Ein Troll! Ein Troll! So, 51.000 Erfahrung. Ja, sehr schön. Und wir sind wieder in Fountainhead. Da weiß ich ja wenigstens, wo der Spiegel steht, ne? Ach, wunderschön. Zurück in den Hallen voller Knochen und Eingeweide. Lärm-Ninjas, ich finde das Konzept immer noch so seltsam. Ach, solche, wir haben immer noch nicht deinen Fluch beseitigt, sorry. Sorry, machen wir gleich. Wir kommen ja gleich zurück nach Fountainhead. Es tut mir leid. Aber er hat auch nicht gemotzt, ne? Also fand er es wohl nicht so schlimm. Dämon und eine Fee, ne? Das in der Kombination. So ein ultra schwacher Gegner und dann so ein bisschen eher ein High-Level-Gegner. 72.000 EP. Gut. 52. Puzzle weiß nicht mehr, was Zahlen sind. Ja, als wäre ich mit Zahlen jemals so gut gewesen. Boah. Hauptsache der Dreisatz klappt, ne? Ihr betretet die Arena. Jagt eure Feinde. Diese Hofnande muss man ja aufpassen. Ich glaube, die konnten ja auch irgendwie verhexen oder verfluchen oder so. Das willst du ja nicht unbedingt haben. Das solche kommt gerade frisch aus der Werkstatt. Moment, da war was, da war was. Ich war der Meinung, ich hätte da was gesehen. War wohl doch nix. Bugaboo. Noch mehr Hofnarren. Ich hab wieder zu arg gemasht. Oh. Naja, okay. Auch nicht größer im Brustproblem. Die Runde, die war jetzt auch wieder ultra leicht, ne? Keine allzu gefährlichen Gegner. Ja, die können Statusveränderungen machen, aber wir müssen sie ja erstmal zum Angreifen kommen. Wenn sie das nicht tun, ja, Pech gehabt, ne? Dann werden sie gesafe-spottet. Achso, ich merke gerade, ich nehme noch nicht ganz 2 Stunden auf. Dann ist das ja gar kein Bonusmaterial. Dann passt das ja noch zur Folge. Ah, ich bin dumm. Ich habe mich treffen lassen vom Zauberer, weil ich nicht klug gelaufen bin. Ja, ja. ID 409, das ist jetzt natürlich schon ein Problem. Das sind mächtigere Gegner. Ist das eine Anspielung auf Robocop? Weil da hießen die ja auch ED 50 irgendwas oder so, ne? Diese Roboter, die dann amok gelaufen sind quasi, ne? Und dann die Leute, die gedacht haben, die sind bei ihnen sicher und... Und ja, ihr wisst Bescheid, wenn ihr Robocop gesehen habt. Wenn nicht, hat euch die Erklärung jetzt nicht viel geholfen, ne?
Ozzelpi Sachen eloquent erklärt. Ne, also Bildungsauftrag erfüllt. Wo bleiben meine Moneten, lieber Staat? Oh, so eine Mega-Schlosswache. Das sind mittlerweile auch leicht, ne? Ich meine, okay. Ja, das Stufe 60 habe ich bald. Ja, Stufe 59 habe ich jetzt, ne? Er ist ja nicht mehr weit, ne? Und die Goblins treffen uns auch schon nicht mehr, weil wir so hochstufig sind. Sind wir schon wieder fertig? Ja, wir sind schon wieder fertig. Ach, wunderschön. Die Melodie weckt bei mir immer Nostalgiegefühle. So. Kev, was ist das für ein Kopf? Ein Todbringer. Ich weiß nicht, das ist eher der Hässlichkeitsbringer. Oder ich weiß nicht, sonderlich charismatisch finde ich diesen Kopf nicht. Waldläufer. Man sollte doch annehmen können, dass Waldläufer vielleicht vergiften könnten, weil die wohnen ja im Wald und die wissen, was giftig ist. Die haben dann giftige Eichelkopfpfeile. Ja, ich weiß, ich sollte den Entwicklern keine Ideen geben, sonst bauen sie ins nächste Spiel ein. Naja, aber New World Computing gibt's ja nicht mehr, beziehungsweise wurde irgendwie von Ubisoft, ne, oder so. Irgend sowas war doch da. Also zumindest hat Ubisoft die Might and Magic-Rechte. Wie man ja weiß, wegen Heroes of Might and Magic und so. Ihre Zwerge auch mal wieder, okay. Und Feen? Ist da überhaupt irgendwo ein starker Gegner dann dabei? Wenn ich mir die Aufstellung hier so angucke. Oh ja, die Mumie. Da müssen wir aufpassen, weil die konnte doch auch irgendwie krank machen, glaube ich, ne? Weil, ach Gott, das weiß man ja bei diesen Pharaonengräbern und so weiter, ne? Die haben da ja mitunter die Wände mit Pilzen bestrichen und so, ne? Und ja, bist du halt siech geworden. Also das war schon eine ziemlich clevere Falle gegen Grabräuber. Auf Dauer hat's halt auch nicht geholfen, aber ja. Orks. Haben wir auch diese Flügelis hier? Mopriester. Ich hab da den Mopriester einen Flügeli genannt. Ja, warum nicht? Er ist geflogen. Dann ist ein Schwebe, ist ein Schwobeli. Ein Schwabe, ja. Nee, ist klar. Ich meine, Schwaben, das wären schon Gegner, auf die jeder ganz aufhört. Nein, sorry. Es ist nur wegen der Sprache, ist Schwäbisch. Das ist irgendwie so ein bisschen, ne? Und dann kennt man noch aus Dein Mutter sein Gesicht und so weiter die schwäbischen Jungs, die ihren Cheddar fahren und so, ne? Jutta! Aua! Ach ja. Ich bin Klaus Mauch und das ist mein Flibberler. Das ist Underground-Trash-Film, ne? Aber sagen wir es mal so, in Bavü kennt ihn eh fast jeder. Ja, ist es ja quasi so ein Underground-Hit gewesen. Ich glaube, den gibt's sogar vollständig auf YouTube zu gucken. Oh, ich erinnere mich an dich. Ich erinnere mich an dich. Ich habe eine Folge bearbeitet, da warst du gerade drin. Da warst du noch voll der harte Gegner und einer von denen hat unsere ganze Gruppe auseinandergenommen, ne? Und jetzt wird's einfach weggeboxt, ne? Ja. Ich meine, man sieht den Fortschritt, ne? Das ist doch schön. Wenn man so gute Fortschritte beim Diätmachen als sehen würde, das wäre super, ne? Aber nee. Es geht nur in Rollenspielen hier. 59.000 Erfahrung. Mit 59.000 Erfahrung fängt das Leben an. Dann startet man nicht auf Stufe 1. So, machen wir noch ein bisschen Arena, ja. Vielleicht noch so ein paar Minuten, ne? Und dann ist aber auch mal gut. Hallo? Oh, die waren ein bisschen gefährlich, die Drachenwürmer. Oh, aber gar nicht mal mehr so arg. Ja, hat uns jetzt halt vergiftet, okay. Passiert. Nimmt mal mit. Ich meine, so ein Held, ne, der muss sich die Kerben in seinem Schwert und so weiter, oder im Helm, muss er sich ja verdienen, ne? Weil die besten Schätze sind eh immer bewacht. Gekillte Bossgegner, 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwann besteht dein Helm nur noch aus Rillen, weil du schon so viele gekillt hast, ne? Das ist, wenn du dann Max Level hast. Ihr habt noch nicht alle Monster besiegt. Ich stopf die gleich alle in all die Tüten und versenk's im See. Ach, ein Skelett. Echt jetzt? Zwei Skelette? Drei Skelette? Na gut. Was? Hast du dich versteckt, du blödes Gerippe? Es geht um Fruchtzwergessen für deinen Kalziumvorrat. Und dann war es im Xylophon-Training. Bam, 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 bam. So. Und
Ach, schon wieder der Todbringer. Und sein Kind. Und Phantome habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Was? Die kriegen so wenig Schaden von uns in Angriffen. Das ist aber... Oh, Zyklopen. Was könnten die nochmal machen? Die haben uns doch auch mal ordentlich eingeschenkt in der Zyklopenhöhle, ne? Jetzt würden sie das wahrscheinlich nicht mehr bei ansatzweise hinkriegen. Ich hoffe nur, dass wir die Wasserkrabben das nächste Mal dann noch besser besiegen, ne? Hier mit diesen ganzen Level-Ups, die wir jetzt noch hatten. Wow, yippie-yo, yippie-yay. Ich glaube, ein Behemoth ist vergiftet. Mjollum! Ach ja, hier kannst du natürlich nicht speichern, weil es die Arena ist, ja. Ich doof. 61.000 Erfahrung. Wenn wir die 100 Siege voll haben, dann kriegen wir 100.000 Erfahrung, oder wie? Ich meine, für dann so eine Runde, wenn da weiterhin so Luschengegner kommen, ne? Pff, das ist ganz okay. Kann man eigentlich nicht motzen, ne? Einige davon hatten wir ja schon ganz am Anfang. Tja, für das mit dem Alter, dass wir auf einmal so alt sein sollen, das verstehe ich immer noch nicht. Als wären da auf einmal 30 Jahre oder so vergangen, ne? Vielleicht fixe ich das, weil ich denke doch mal nicht, dass das gedacht war. Wenn ich eigentlich, ich meine, unser letztes Save habe ich ja jetzt nicht, weil das Spiel, das speichert ja immer alles auf dem einen Slot, ne? Aber vielleicht fixe ich das, dass wir zumindest mal wieder 30 sind oder sowas, weil wir waren noch nicht viel älter wie 25, 26, 27, ne? Und auf einmal 62. Irgendwas stimmt da nicht. Wir werden rausfinden, was? Ach, das, ach, die Fische. Die Piranhas und die Kobra-Teufel. Gut. Seltsame Allianz, aber in Ordnung. So. Wo sind denn die restlichen Monster? Ich sehe hier gar keine. Ach, da. So, das war's jetzt aber, oder? Jawohl. Nummer 62. Ich will hier nicht. Da steht No Pets, weißt du, und da hockt da unten diese Riesenratte und guckt, ne? Dann darfst du wetten, wenn du dann einen Hut mitbringst. Das ist ans Ende der Welt. Ja, vielleicht haben die Mäuse und Ratten auch einen Pachtvertrag. Wir brauchen Schnupf. Oh. Diese kleinen Drachen, ja, die können immer noch Schaden machen. Man soll es nicht glauben, ne? Und ich habe wieder die meisten Feuerbälle abgefangen. Oh, scheiße, noch mehr davon. Gleich bin ich bewusst. Oh Gott, da hinten ist so ein großer Drache. Wie soll man den packen? Das haben wir doch einmal probiert und das war chlorreicher Rotz, ne? Also da hätten wir genauso gut gegen eine Hochspannungsleitung schiffen können. Ich versuche mal zu meschen, aber... Wir haben den besiegt, das heißt, wenn wir nochmal in der Höhle vorbeikommen, dann können wir uns wirklich mit dem anlegen, oder was? Okay, mittlerweile, ja, gut zu wissen, ne? Das war jetzt mal ein herausfordernder Kampf, ne? Na komm, schlaf einfach mal. So, Nahrung muss ich dann auch neu holen. Ja, vielleicht mache ich das auch offscreen, ne? Damit will ich euch ja nicht langweilen. Ja. Hier, ein oder zwei Kämpfe noch und dann lasse ich es gut sein. Ariane, ja. Arena. Ariane ist eine Hexenfreundin, die besuchen wir wann anders mal. Willkommen zurück in der Arena. Oh, Streiter. Oh ja, also die Monster, die werden langsam ein bisschen stärker. Aber zwischendrin findest du halt wieder die ganzen Luschen, ne? Ich meine jetzt nicht unbedingt die Plasmoiden, sondern hier die Pilze. Das waren auch Gegner von ganz am Anfang. Von den ersten paar Stufen, ne? Du bist da aus Fountainhead rausgegangen und um die Ecke hast du die Pilze gefunden. Und wir haben recht schnell gemerkt, die sind nicht so essbar. Also ein Provist, das würde es doch eigentlich reichen, wenn man einen Pfeil reinschießt, ne? Dann macht's Puff. Aber dann spurt er die ganze Gegend ab und Sporen sind seine Samen. Du willst doch nicht von Monstersamen bedeckt werden. Das ist doch alles ein bisschen eklig und klebrig. Wachsen dir dann später noch kleine Steinpilze am Kinn? Ach so, das ist so ein Beschwörer, so ein Supermagier, wollte ich jetzt gerade sagen, ne? Ja, die Baumgolems, die haben ja doch so oft gesniped hinten im Sumpfland. Na, noch irgendwas von Interesse? Irgendwas, was sich lohnt zu bekämpfen? Eher nicht, ne? Nur noch die Bantiden. Und ein Baumgolem, okay. Sieg Nummer 65, wunderbar. Und nun tun wir das gleiche nochmal, weil wir toll sind. Toll und einfallslos. Und... Ah, die Schlangen, die haben wir doch gerade eben erst kennengelernt. Und dann die normalen Spinnen und die Todbringer. Deathbringer, das war doch auch so ein altes... Action-Barbaren-Hacken-Slash-Spiel, das aber so schwer und clunky war,
Naja, ich glaube, ich war mal bis zum dritten Boss gekommen, ohne zu cheaten, ne? So Hardcore hat man früher noch gespielt. Das war Dark Souls, bevor es Dark Souls gab, ne? Nur nicht ganz so sauber programmiert, sage ich jetzt mal. Ich hätte da gern mal das Ende gesehen, weil es war ja, es sah schon interessant aus, aber die Steuerung war irgendwie totale Grütze und ja. Und es war halt ultra schwer. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie das funktionieren würde. Ich hab's mir mal geholt, so, weil es zählt ja unter Abandonware, ne? Und ne. Bin damit gar nicht mehr zurechtgekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt jemals gepackt habe. Wenn da schon der schwächste Gegner dich einfach so platt macht oder du einfach nicht den Angriffsbutton findest, ne? Und auch die Steuerung nicht umstellen konntest. Ist ja immer ein Qualitätsmerkmal, wenn man eine Steuerung nicht umstellen kann. Ich meine, früher gab's das ja öfter mal. Heute ist das ja nicht mehr so häufig, dass du da Probleme hast. Heute ist das ja fast nur noch bei Schrottspielen so. 944 Spruchpunkte habe ich jetzt schon. Und irgendwie die Zauber, die machen dem Vampir nicht so viel, hä? Moment, Behemoth hat doch diese Zauber gegen die Untoten. Als heiliges Wort müssen wir nicht unbedingt nehmen, den stärksten Zauber, aber was haben wir denn hier? Untote abwenden, das ist ziemlich schwach, aber könnte reichen, ne? Könnte reichen, ja, und dann haben wir die Belly dabei, die macht eh genug Schaden. Okay. Bim, bim, badim, bim, 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 bim. Es tut mir leid, dass ich da wieder so mitmache. Eine Runde mache ich noch, ne? Und dann versprochen, dann suche ich euch jemanden zum Raiden. Und wie gesagt, offscreen kümmere ich mich ums Inventarmanagement und Sheenas neue Rüstung. Also irgendwas werde ich bestimmt für ihn finden. Oder selbst was verzaubern. Und dann geht's direkt in Schloss Greywind das nächste Mal wieder weiter. Weil das Rätsel müssen wir ja noch lösen. Ich glaube ja, wir sind nur einen Schritt davon entfernt, ne? Dann bin ich mal gespannt, was es als Belohnung gibt. Bitte vielleicht wieder so 2-3 Millionen Erfahrungspunkte, das wäre super, ne? Könnten wir gleich wieder aufleveln. Ihr habt noch nicht alle Monster besiegt. Oh, wir haben im ganzen Spiel noch keinen Werwolf gesehen, aber da ist einer. Okay, und weg ist er. Gut. Noch jemand? Ach komm, der Sieg, der war so schnell. Ich muss noch eine Runde. Ja, ich habe ja gesagt, dann höre ich auf. Nach der Runde auf jeden Fall. Außerdem muss ich bremsen, ja, damit ich morgen auch noch Stimme habe, ne, und so. Oh. Oh. Ein Terminator. Eine Billardkugel mit Plasmageschoss. Okay, ich lasse mir gerade mächtig in den Arsch petzen. Wir kommen an das Ding nicht ran. Ich lade nochmal. Das war jetzt bestimmt nur ein unglücklicher Zufall, dass wir diesen Gegner erwischt haben. Scheiße. Da kommt einfach so ein fettes Ding. What? Jetzt gucken wir, ob das statisch ist oder ob das fest einprogrammiert ist, dass sowas kommt. Scheinbar nicht. Das sind wieder ganz andere Gegner. Oh, obwohl, da hinten ist so ein Ding. Schockschwere Not. Ach, das kann auf die Entfernung? Kann das auch weghauen? Das ist ja... Ne? Okay, wirklich letzter Versuch. Und wenn dann wieder so eins kommt und wir es nicht kontern können, ne, dann war's das halt. Dann gebe ich für heute auf. Ja. Eisenmagier. Na, die packen wir ja immerhin, ne? Aber. Ja, wir machen auch ein bisschen Energieschaden. Geht aber. Na, okay, die rollen eher. Wenn da jetzt nicht wieder ein Terminator kommt, bin ich zufrieden. Ist da hinten? Da ist schon wieder so einer. Versuch's mal mit Sternenstaub. Vielleicht ist er da ja extrem anfällig für. Wir leben noch. Wir leben noch. Wir leben immer noch. Das Ding hat angeblich keinen Schaden. Ist das jetzt ein Fehler oder sind wir wirklich einfach zu schlecht für das Viech? Jetzt hat's. Also jetzt ist es auf gelb. Wieso hat das von meinem Sternenstaub keinen Schaden gekriegt? Warum hat das so ein ekliges Geräusch? Hat keinen tollen Zip-Chip, hä? Besten Dank. Ja gut, jetzt wissen wir, was uns erwartet und was ein knallharter Gegner sein wird, wenn wir jemals draußen in der Welt drauf stoßen, ne? Gut, okay. Dann schaue ich jetzt mal schnell noch, wo ich euch hinschicken kann. Und für euch auf YouTube kommt jetzt schon der Endscreen. Tja, wir sind mit dem Schloss Greywind wohl fast fertig. Die Hydren haben uns gut zugesetzt, aber wir gehen da nochmal vorbei. Und wahrscheinlich gibt es auch wirklich eine schöne Belohnung, da bin ich mal gespannt drauf. In der Arena haben wir jetzt noch ein bisschen gelevelt, da müssen wir demnächst wieder bei Glutgipfel vorbeischauen, mal gucken, ob es für ein Level abreicht. Ja, und das ist der momentane Plan. Ich sag dann mal danke fürs Reinschauen, macht's gut und bis bald.